Yo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers. Hier wieder der Olli für euch am Start mit Let's Play Evoland 2. Ja Leute, wir sind immer noch in der kaiserlichen Bibliothek und haben schon die ersten vier Rätsel gelöst. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr, dass ich ein bisschen geschnitten habe, weil teilweise war es ja echt nur, ne? Also, ich versuche wirklich, das natürlich Let's Play-lastig wie möglich zu lassen, aber wisst ihr, ja, ich meine, er hättet ja so oder so vorgespult und deswegen dachte ich, das wäre der bessere Weg. Oh gut, über den Tisch weg, lässt sich nicht unterhalten, gehe ich halt zu dir. Diese Bibliothek beherbergt so viele Bücher, die alle akribisch geordnet sein müssen. Ich bin für das Archiv verantwortlich, doch da eine solche Sammlung einfach nicht perfekt geordnet sein kann, trage ich den Titel des Anarchivars. Anarchivars. Ein kleiner Scherz, der sich auf ein kaiserliches Zeitalter zurückrufen lässt. Lustig. Jedenfalls bin ich mit einem ordnungsbezogenen Problem konfrontiert, bei dem ich keinen Rat mehr weiß. Ich habe deswegen schon seit 3 Nächten nicht mehr geschlafen. Würdet ihr es gerne ausprobieren? Jo. Also gut, packen wir es an. Kategorisch besessen. Eins der Bücher in der Bibliothek wurde falsch eingeordnet. Könnt ihr es finden? Das ist schon wieder sowas. Verstehe das System. Aber wenn nur eins falsch ist. Ich zähle jetzt gerade die Striche, die sie hier haben. Weil hier sind es immer 4. Hier sind es auch immer 4. Scheiße. Aber ich glaube, das ist schon mal ein guter Hinweis hier, ne? Weil, hier sind immer 3 Striche unten. Hier sind immer 2 Striche unten, wenn ich mich nicht ganz täusche. Hier ist ein Strich unten, 2 Striche, ein Strich. Ich würde sagen, es ist das hier. Dass das hier in die Mitte gehört. Hey, easy, Junge. Ganz genau, das Etikett auf diesem Buch hat 2 horizontale Streifen oben und unten. Das sollte auf dem zweiten Regal stehen. Dass mir das nicht aufgefallen ist, danke für eure Hilfe. Ihr habt eure Leistungspunkte für euch Archivwissen verdient. Oh, du liebes bisschen, dieses Buch haben wir uns in dreifacher Ausführung. Hier, nehmt das, wir haben schon nicht genug Platz. Yeah, ich hab ein Buch gefunden. 50 Trinkspiele, ein Buch, das nicht jeder lesen sollte. Was zum Teufel? Okay, das war, finde ich, angenehm einfach. Mal so gesagt. So, jetzt bräuchten wir eigentlich nur noch ein Rätsel zu lösen, aber wir machen alle, weil, wie gesagt, ich bin nicht besonders gut in Rätseln, schätze ich. Also ich denke wirklich, dass es da Begabtere gibt als mich, aber ich mache sie gerne. Seid gegrüßt, junger Mann. An die Miliz gebundene Forscher zum euren Diensten. Apropos Dienst, wie wär's, wenn ihr mir einen erweist? Jo, perfekt. Der Händlerrat hat mich mit der Einrichtung eines neuen Patrouillensystems für die Miliz, oh, das wird lustig, betraut. Ich habe mich genauestens an eine Anweisung gehalten, doch ich bin überzeugt, dass irgendwo ein Fehler steckt. Haltet euch, ich werde euch es zeigen. Patrouille. Nachdem sie Wachstube X verlässt, muss jede Patrouille einen der 7 Wachtürme erreichen. Die Patrouille kann einen beliebigen Weg folgen, muss aber am 6. Turm auf ihrem Weg anhalten. Die Patrouille kann an einem beliebigen Weg folgen, muss aber am 6. Turm auf ihrem Weg anhalten. Außerdem kann sie nie zweimal den gleichen Weg nehmen. Wenn diese Bedingungen immer zutreffen, wird einer der Türme niemals einen Garnison haben. Welcher? Das habe ich gerade gar nicht gerafft. Warte mal. Ja, ich höre nochmal auf. Ich muss es nochmal hören. Sorry. Ich habe doch auf Aufhören gedrückt. Nochmal bitte. Die Erklärung muss ich mir gerade nochmal durchlesen. Moment. Also ich habe jetzt hier... Okay, Patrouille. Nachdem wir Wachstube X, die Wachstube ist unten rechts, sehen wir ja. So, und dann haben wir hier verschiedene Wege und Kreuzungen. Und ich habe es nicht ganz verstanden, was das Ziel ist. Nachdem sie Wachstube verlässt, muss jede Patrouille einen der 7 Wachtürme erreichen. Und wann gilt's als erreicht? Ah, nee, das sind nicht die Kreuzungen, das sind die Wachtürme. Das sind 7 Stück, ja genau. So, okay. Okay, die Patrouille kann einem beliebigen Weg folgen, muss aber am sechsten Turm auf ihrem Weg anhalten.
Außerdem kann sie nie zweimal den gleichen Weg nehmen. Wenn diese Bedingungen immer zutreffen, wird einer der Türme niemals eine Garnison haben. Also eine Garnison, eine Patrouille. Eine, genau. Welcher? Also Patrouille. Oh, schade, dass ich jetzt hier keine Maus habe, mit der ich rumzeigen kann. Aber wir stellen uns das jetzt mal vor. Wir starten bei X. Die. Wenn die immer am sechsten Turm anhalten. Wir folgen mal bei A, A, B, C. A, B, C, D, E, F. Dann wären wir bei A, F, G, D, C, B. A, F, E, D, G. Nee, geht nicht. Das heißt, wir müssen. Ich weiß gerade nicht, wie ich da auf die Aufgabe rankommen soll. Ich muss jetzt alle Möglichkeiten aufzählen, bis ich drauf komme, dass man. Also ich kann ja einmal rundrum rum. Dann besuche ich G nicht. Genauso auch andersrum. Von F nach D, GH, genau. Wenn ich bei A anfange, zu F wechsle, kann ich zu D. Dann bin ich da, habe ich D und dann zu C. Aber es kommt doch immer drauf an, wohin ich gehe. Versteht ihr, was ich meine? Immer am sechsten Turm anhalten. Ich glaube, ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Kann es sein? F, E, D, G. Und dann ist F, D, F, E, D, G, A, B. Es wird ganz klar immer eine übrig bleiben, aber das nützt mir auch nichts, wenn, wenn sie mir sagen, ich kann keinen Weg zweimal gehen. Ey, Freunde, ihr sagt. Also, tut mir leid, ich habe jetzt die Aufgaben. Entweder ich verstehe die Aufgabenstellung gerade nicht ganz, oder? Ich find's echt merkwürdig. Das ist gerade sehr, sehr scheiße, was ich hier mache. Ich weiß, und das wird wahrscheinlich auch vieles gerade hier ein vorwurfsvolles Kopfschütteln hervorrufen, aber beim besten Willen. E. E war oben rechts. Jetzt stehe ich in eurer Schuld, bla bla. Weil, keine Ahnung, das. Bei Professor Layton wurde es danach auch wenigstens immer noch erklärt, wie man, warum das so ist. Naja. Tut mir leid, keine Zeit zum Plaudern, zu viel zu tun. Hm, es sei denn, ihr wollt mir helfen, jo. Also, alle 500 Jahre treffen sich am Himmel zwei Kometen. Bücher zu dem Thema deuten darauf hin, dass dieses Ergebnis heute das nächste Mal eintreten wird. Ich möchte es auf gar keinen Fall verpassen und leider kann ich nicht herausfinden, wo genau am Himmel sie sichtbar sein werden. Hier werft einen Blick auf diese Karte. Oh, unter gutem Stern. Wenn die beiden Kometen eintreffen, überqueren sie die Karte immer diagonal. Ne? Sie schneiden, bevor oder nachdem sie aufeinandertreffen, keine Sterne. In welchem Quadrat treffen sie aufeinander? Okay. Das heißt, die kommen diagonal von zwei Seiten. Und irgendwo schneiden sie sich und danach treffen sie aber auf keinen Stern mehr. So, das heißt also. Wenn einer von hier kommt. Ja, hier schneiden geht nicht. Das heißt, von hier aus kommt schon mal keiner. Wenn er von hier kommt. Moment. Hä? Und. Hä? Das geht irgendwie auch nicht wirklich. Dann treffen sie sich hier noch. Hier geht nicht. Also wir gehen ja davon aus, dass er von oben kommt, wa? Dann würde ich sagen hier. Was? Das geht nicht. Das geht für den einen, für den anderen geht's nicht. Geht
auch nur für einen, das geht auch nur für einen. Aha, der ist es. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es das. Ja, das war's. Okay. War ja gar nicht so schwer, sorry, Entschuldigung. Wie konnte ich das übersehen? Vielleicht danke für eure Hilfe. Dafür bekommt ihr einen Leistungspunkt in Astronomie. Geil. So, einen haben wir noch, Jungs. Dann ist diese Professor Layton-Kacke ja endlich zu Ende. Oh, hallo. Seid ihr zufällig der Ersatztechniker, den sie geschickt haben, um mir zu helfen? Jo. Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen, stimmt's? Oh, Mann, ey, diese Kopfhörerbügel hier. Irgendwie legen die mein Haar so an, dass es so die ganze Zeit gegen den Strich irgendwie... Na, egal. Folgendes, wir müssen die alten Rohrleitungen der Stadt austauschen. Ich versuche, oh Gott, ich ahne schon, was kommt. Ich versuche verzweifelt, den besten Entwurf für das Zusammenführen aller Verbindungsstücke zu finden, aber das ist eine echte harte Nuss. Los, nehmt diese Karte und macht euch an die Arbeit. Ja, dachte ich mir. Volles Rohr. Verbindet die Punkte A und B durch ein Netzwerk von Rohren. Die Verbindungsstücke in grün. Was ist hier grün? Wo ist hier was grün? Ich sehe gar nicht, ich sehe nur, dass die Pfeile grün sind. Lassen sich nicht verschieben, aber die alle müssen Teil des einen Netzwerks sein. Bewegt die Rohre, um ein einziges Netzwerk zu bauen, das sich über die ganze Karte hinzieht. Kann ich nur schieben? Oder kann ich tauschen? Nee, ich kann ziehen, okay. So. Das wird dauern, Alter. Das wird richtig dauern. Das kann jetzt wirklich dauern. Ich mach mal irgendwas. Keine Ahnung, ey. Ohne Scheiß. Da bin ich richtig schlecht in so Sachen. So. Aber sieht ja bis jetzt gar nicht so schlecht aus, oder? Aber hier habe ich schon ein Problem wieder. Ups. Ich habe doch hier schon eine Verbindung, aber muss jede Verbindungsstelle jetzt einmal drin sein in dem Netzwerk wahrscheinlich, wa? Ich glaube, ich muss es nochmal durchlesen. Moment. Ja, ich weiß, dass das falsch ist. Danke auch, Penner. Dass ich es vielleicht versuchen könnte, hier reinzukommen. Dann. So, 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 so. So, so. So, so. So, so. So, so. Bam. Easy, Junge, easy. Nice. War doch gar nicht so schwer. Hat es auch noch 5 Minuten gedauert, glaube ich. Ach, perfekt. Ich hatte befürchtet, es würde den ganzen Tag dauern. Danke, jetzt muss ich die Pläne nur noch einen Assistenten geben, wenn er zurückkommt. Wann auch immer das sein mag. Ihr habt euch eure Lehrpunkte in Bauwesen wahrhaft verdient. Nice. So, jetzt bin ich aber echt noch Errungenschaft freigeschaltet. Scholar. Ich muss sagen, jetzt bin ich aber echt noch kurz heiß, um zu erfahren. Ne, wobei, das machen wir im nächsten Part. Holen wir unsere Belohnung ab. Dann, bis zum nächsten Part. Wenn es mal was anderes gibt außer Rätsel. Bis dann.